Zu einem schweren Verbrechen kam es heute Nachmittag auf dem Kurfürstendamm. Der SDS-Ideologe Rudi Dutschke, hier auf einem Archivbild, wurde von einem etwa 25-jährigen Mann angeschossen und mit lebensgefährlichen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Berliner SDS gab heute eine Stellungnahme zu dem Attentat ab, in der es heißt, man kann jetzt schon sagen, dass dieses Verbrechen nur die Konsequenz der systematischen Hetze ist, welche Springer-Konzern und Senat in zunehmendem Maße gegen die demokratischen Kräfte in dieser Stadt getrieben haben. Sie werden alle das Gespür haben dafür, dass dieses Haus nicht bloß ein Verlagshaus ist. Hier springt eine ganz klare Quelle. Und an diese klare Quelle wollen wir uns halten, auch dann, wenn wir mal gegenseitig anderer Meinung sind. Wir wollen nach Möglichkeit so zusammentreten, wie dies ein einheitliches Geschöpf ist, dieses Haus. Aber in dem Augenblick, wo die Demonstranten sich nicht damit genug sein lassen, dem lieben Gott Bescheid gesagt zu haben, dagegen gewesen zu sein, sich nicht mehr damit begnügen, sich ein gutes Gewissen verschafft zu haben, indem sie zwischen den Zeilen zu wissen lassen, dass sie das Morden in Vietnam auch missbilligt haben, sondern in dem Augenblick, wo es ihnen die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanische Position überall in der Welt, wo es nur möglich ist, so zu schwächen, dass das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und uns angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. Ja, meine Damen und Herren, wer hat nun Recht behalten? Lübcke, der diese Springer-Kloake einen klaren Quell nennt, naja, eine Hand wäscht die andere. Nennst du mich nicht KZ-Baumeister, nenne ich dich nicht Dreckschleuder. Wer also hat Recht behalten, Alt-Nazi Lübcke oder die junge, intelligente Sozialistin aus West-Berlin? Dem Polizeiterror fiel Benno Ohnesorg zum Opfer, dem SA-Terror Rudi Dutschke. Und auf einmal will es keiner gewesen sein. Kein Springer und kein Schütz, kein Walden und kein Amren, kein Mattig und kein Rias. Alle spielen sie Pilatus und waschen ihre Hände in Unschuld. Ein Zugereister, ein Verrückter, ein Einzelgänger sei am Werke gewesen. Kurz, eine Art Oswald, der soll's ja auch ganz allein gegen Kennedy ein Attentat durchgeführt haben. Nur, wer zeigte diesem Bachmann das Ziel? Woher sein Hass und seine Schießlust? Lebte Bachmann im luftleeren Raum? Wie kommt einer, der 1945 geboren wurde, zu Hitlerbildern und Hitlergedanken? Kommen Brutalisierung und Mordlust aus heiterem Himmel? Warum verübte er sein Attentat nicht auf Strauß oder Taten, sondern gerade auf Rudi Dutschke? Ganz so zugereist und verrückt kann er wohl doch nicht sein. Er wusste schon, was er wollte. Und niemand darf die alte erste Kriminalistenfrage cui bono verübeln. Wem nützt das Verbrechen? Es war zu erwarten, dass Bonn und Schöneberg Krokodilstränen vergießen, gleichzeitig aber den alten Irrwisch in Umlauf bringen würden, haltet den Dieb, nicht der Mörder, der Ermordete sei schuld, nicht der Täter, sondern das Opfer. Aber, meine Damen und Herren, das Wunder der Technik in Form elektronisch festgehaltener Töne und Bilder spielt den Einpeitschern, Aufhetzern und Baldowern, die sich weißer als weiß geben möchten, einen bösen, peinlichen Streich. Die Bundesregierung hat den Herrn Dutschke, von dessen hoher Begabung viele beeindruckt sind, niemals einen Feind gesehen. Es bleibt festzustellen, dass der SDS selbst mit der Radikalisierung den Anfang gemacht hat und dass dies von manchen seiner prominenten Parteigänger unterstützt wurde. Wir haben einigen der Redelsführer vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gestern Gelegenheit gegeben, ihre Argumente offen und öffentlich zu vertreten. Diese Herren haben es vorgezogen zu kneifen. Ich bin der Meinung, er sollte sich besser im Anstand üben. Diese Kundgebung beweist. Na,
Namen aller Mitglieder des Abgeordnetenhauses, stellte Lorenz fest, unabhängig von tiefgreifenden politischen Meinungsverschiedenheiten sei eine solche Tat verwerflich. Mit solchen Methoden könnten politische Auseinandersetzungen nicht geführt werden. Lassen Sie uns alle aber erkennen, dass hier einige Hochschulreform und Vietnam sagen und in Wirklichkeit das Chaos in den Straßen unserer Stadt meinen. Von denen müssen wir uns trennen. Es gibt kein politisches Motiv, das physischer Gewalt, geschweige denn Körperverletzung, Totschlag oder Mord, auch nur den Anschein einer Rechtfertigung geben könnte. Wenn so etwas geschieht, was heute in dieser Stadt geschehen ist, dann wird es ziemlich gleichgültig, auf welcher Seite der Betroffene stand, ob ein Gemäßigter oder ein Radikaler war. Politische Gegnerschaften schrumpfen zur Belanglosigkeit, nachdem uns auferlegt wurde, in einer Situation zu bestehen, die diese Stadt Berlin mit einem politischen Mordversuch belastet. Was wir aber wollen, ist dies: einen deutlichen Trennungsstrich ziehen zwischen der Bevölkerung unserer Stadt und jenen revolutionären Kräften, die uns schweren Schaden zufügen. Das gefährliche Rüpelspiel der Randalierer muss jetzt ein Ende haben. Der Bundeskanzler hat, sobald er unterrichtet wurde, folgendes Telegramm auch im Namen der Bundesregierung an Frau Dutschke gesandt. Ich bin über das Attentat auf Ihren Mann aufs Tiefste empört. Was immer uns Deutsche an Verschiedenheiten der politischen Meinungen trennen mag, es darf in unserem Lande nicht dazu kommen, dass Meinungsverschiedenheiten durch brutale Gewalt ausgetragen werden. Wir haben es jetzt satt. Wir haben es satt. Wir haben es satt. Wir haben es satt. Und wir haben es auch satt. Die Bundesregierung hat den Herrn Dutschke, von dessen hoher Begabung viele beeindruckt sind, niemals einen Feind gesehen. Berittene Polizei riegelte gegen 17.30 Uhr den Kurfürstendamm an der Joachimsthaler Straße ab und forderte die übrigen Demonstranten mehrfach auf, die südliche Fahrbahn des Kurfürstendamms freizumachen. Danach wurden Wasserwerfer eingesetzt. Jeweils 25 Teilnehmer an den Unruhen wurden in bereitstehende Polizeifahrzeuge gebracht und ins Polizeipräsidium transportiert. Unter den rund 200 Festgenommenen befinden sich der Sohn des Bundesaußenministers Peter Brandt sowie die Kommunarden Teufel und Langhans. Die Festnahmeaktion dauerte etwa eine Stunde. Die staatlichen Reaktionen waren bisher bewusst zurückhaltend, um unnötige Opfer zu vermeiden. Seit Wochen wurden jedoch diese Gruppen davor gewarnt, ihre ungesetzlichen Aktionen fortzusetzen, weil sonst zwangsläufig die Mittel der staatlichen Abwehr verschärft werden müssten. Herr Bundesminister, nach den Bemerkungen, die Sie über die Tätigkeit des SDS gemacht haben, möchte ich Sie fragen, ob Sie die Tätigkeit des Verfassungsschutzes in Hessen, der sich um eine Aufklärung der Ziele und der Arbeit des SDS bemüht hat, billigen oder nicht? Ich billige Sie nicht nur, ich bitte, dass der Deutsche Bundestag und bitte vor allem auch alle Parlamentarier in den Ländern und den Gemeinden, diesen Männern, die seinen unerhörten schweren Dienst tun, zu unterstützen und nicht in ihrer Arbeit das Leben schwer zu machen. Wer das Verbrechen an Dutschke missbraucht und sich zu neuen Gewalttätigkeiten hinreißen lässt, muss damit rechnen, dass diesem ungesetzlichen Handeln mit den angemessenen Mitteln begegnet wird. Der Senat war und ist gesprächsbereit. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass sich Gegenaktionen aus der Bevölkerung entwickeln könnten, die zu gefährlichen Zusammenstößen und Unruhen führen müssten. Ich warne Sie vor den dann unvermeidlichen Folgen, für die Sie die Verantwortung tragen müssten. Die Radikalen von links haben nicht gelernt, dass sie es sind, die den Radikalismus von rechts heraufbeschwören. Diese Tage erschütternder Vorgänge und gesteigerter Unruhe rufen uns alle zu einer Besinnung. Wer mit dem Zeigefinger allgemeiner Vorwürfe auf den oder die vermeintlichen Anstifter oder Drahtzieher zeigt, sollte daran denken,
dass in der Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen. Meine Damen und Herren, das waren 17 Ausschnitte aus dem westdeutschen und Westberliner Fernsehen von Februar bis gestern. Die größten Gemeinheiten: Heinemanns drei Finger, die auf Ankläger und Opfer zeigen, nur einer auf den Täter. Und des Westfernsehens hinterhältige Geschichtsklitterei: Die Radikalen von links haben nicht gelernt, dass sie es sind, die den Radikalismus von rechts herauf beschwören. Meine Damen und Herren, warum will Herr Matthias Walden, der seine Tausender teils beim Westfernsehen, teils bei Herrn Springer verdient, warum will er den Leuten einreden, bei einem solchen Attentat sei es gleichgültig, auf welcher Seite der Betroffene stand? Und politische Gegnerschaften schrumpften zur Belanglosigkeit. Ich muss Ihnen sagen, ich finde das gar nicht so belanglos, dass zum Beispiel Pfarrer Dr. King eben nicht für Krieg und Rassentrennung war. Sonst würde er nämlich noch leben. Benno Ohnesorg war gegen Strauß Notstandsgesetze und gegen Amerikas Vietnamkrieg. Deshalb wurde auf ihn geschossen. Andersherum lebte er noch. Rudi Dutschke ist kein Parteigänger der Kiesinger, Strauß und Schütz. Gleichgültig, auf welcher Seite der Betroffene stand? Wenn sie doch aber alle links standen und von rechts wird geschossen, wie sollen da politische Gegnerschaften schrumpfen zur Belanglosigkeit? Wir haben es gehört, ich habe es Ihnen bewusst in Erinnerung gerufen. Dutschke raus, von solchen Leuten muss man sich trennen, man muss einen Trennungsstrich ziehen. Wir haben es satt, seht euch die Visagen an, jetzt muss es ein Ende haben. Und dann will einer ein Ende machen und Dutschke hinaus befördern aus dem Leben. Und das ist dann ein pathologischer Einzelgänger, der ganz zufällig aus München kommt, der Hauptstadt der Bewegung und des Franz Josef Strauß. Und ganz zufällig trifft das alles zusammen, Straußens wütender, wilder Artikel gegen die Gewerkschaften, das Drängen der Großen Koalition nach der Notstandsverfassung, die Schüsse auf Ohnesorg und Dütschke, der Notstand, den Kiesinger und Bender proben, Bender ist ja jetzt wieder in Westberlin, wo er nichts zu suchen hat, um den Widerstand der außerparlamentarischen Opposition zu brechen. Und diese öffentliche 10.000-fache Hetze zum Lynchterror vor dem Schöneberger Rathaus ist nicht gewesen. Wie hübsch, wenn Kiesinger und sein Regierungssprecher versichern, es dürfte nicht dazu kommen, dass Meinungsverschiedenheiten durch brutale Gewalt ausgetragen werden. Und die frei gewählten Bonner Volksvertreter hießen, Sie haben es gehört, die Spitzelei des Verfassungsschutzes gegen den SDS gut. Und der damalige Minister, der Innenminister, durfte sogar die Abgeordneten zur Mitarbeit, zur Unterstützung der Arbeit des Verfassungsschutzes aufrufen. Und Lückes Nachfolger, Bender, ist dabei, mit Brandt, Wehner und Schmidt jene Notstandsverfassung auszuhandeln, die Meinungsverschiedenheiten mit Gewalt unterdrücken soll, da wo Springer unwirksam bleibt. Und wie sie weiter hetzen und drohen. Kiesinger will gar die Bevölkerung aufputschen und warnt vor Gegenaktionen. Schütz kündigt angemessene Mittel an, lehnt Gespräche, für die er sich erst großmäulig bereit erklärt, brüsk ab, und lässt seine berittenen Polizisten, seine Wasserwerfer und seine Freunde und Helfer los, die uniformierten Prügelhelden. Die Linken fördern Radikalismus und Brutalisierung? Ach ja, natürlich, es waren ja immer die Linken, die Kriege begannen und die ihre Kriege zunächst gegen das eigene Volk führten, nicht etwa die Imperialisten und ihre Rechten. No. Merkwürdig. Alle Opfer von Attentaten in Deutschland standen entweder links oder wollten einen vernünftigen, bürgerlich-liberalen Kurs. Liebknecht, Luxemburg, Eisner, Rathenau, Erzberger, Thälmann, Breitscheid. Und da stellt sich jetzt das reaktionärste Gesindel mitsamt seinen Zuhältern hin und vergießt Krokodilstränen, weil wieder einmal ein Gegner ausgeschaltet wurde. Das fällt sogar einem Dieter Gütt auf. Heute Abend, da war es erstaunlich, aus so manchem Mund zu hören, was an Bedauern alles denkbar ist. Vielleicht hätte man besser daran getan, sich bei Zeiten mit den Zielen und Beweggründen zu beschäftigen, die Menschen wie Dutschke in die politische Radikalität getrieben haben. Denn was eigentlich ist ihnen vorzuwerfen, außer dass sie eine bessere Welt nach eigenen Vorstellungen zimmern wollen? Ihre Wege mögen unvollkommen, unbedarft, ja ungerecht nach überkommenen Vorstellungen sein. Eines sind sie sicher nicht,
in dem Sinne terroristisch, wie sie eine etablierte Wohlanständigkeit hingestellt sehen möchte. Gesteuerte Kampagnen gegen alle, die nicht bedingungslos den eingeschworenen gesellschaftlichen Ordnungen folgen, haben zunehmend Gegenreaktion herausgefordert und zu einer Radikalisierung beigetragen. Reformen, vor allem der studentischen Existenz, werden seit Jahren versprochen, ohne dass wirksame Ansätze sichtbar werden. Noch immer mehr noch verstärkt werden Gesetzesvorlagen durchgepeitscht, für die es eine staatliche Begründung der Not nicht gibt. Hier gedeihen Kräfte und Gruppen, denen eine Bluttat wie selbstverständlich erscheint. Heute entlarvte sich dieser gesellschaftliche Widerspruch, der von der Beschimpfung ungewaschen zu sein bis zur Vernichtung unwerten Lebens nur einen Schritt benötigt. Sich davon zu distanzieren oder nur zu distanzieren, genügt wohl jetzt nicht mehr. Ich weiß, was viele Berliner und nicht nur unsere Studenten bewegt. Der Polizeibeamte, der Benno ohne Sorg niedergeschossen hat, ist freigesprochen worden. Auch mich hat dieses Urteil betroffen. Aber ich muss den Spruch des Gerichts respektieren. Die Anwendung von Gewalt gegen einen politischen Gegner, das Berliner Attentat, ist so eindeutig verwerflich und erinnert in so schrecklicher Weise an die Mordanschläge der 20er Jahre gegen Rathenau, Erzberger, Kurt Eisner, dass kein weiteres Wort darüber verloren zu werden braucht. Dies umso weniger, als ein gewöhnlicher Sterblicher kaum einzusehen vermag, was denn die Schüsse vom Kurfürstendamm mit den Zeitungen des Springer Verlags zu tun haben sollen. Es kommt noch hinzu, dass sie sich bei der so offensichtlich koordinierten Aktion gegen die Druckereigebäude, in denen Zeitungen des Springer Verlags, aber auch andere, produziert werden, erstmals um einen organisierten Gewaltakt gegen die Pressefreiheit in unserem Land gehandelt hat. Die Studenten, die durch Barrikaden, Brände und Sitzstreiks verhindern wollten, dass die Samstagszeitungen ausgeliefert wurden, haben nicht bloß ein privates Wirtschaftsunternehmen unter physischen Druck gesetzt, sondern auch die rechtzeitige und geordnete Information der Staatsbürger gestört, die auf ihre Zeitung vergeblich warten mussten. Das Bundesverfassungsgericht hat längst, nämlich in einem Grundsatzurteil vom 28. Februar 1961, klargestellt, dass die Arbeit der Presse von der Beschaffung der Information bis zur Verbreitung der Nachricht und der Meinung garantiert ist. Man nennt dies die institutionelle Garantie der Pressefreiheit. Man hört es vielleicht nicht gerne, aber es muss doch einmal ausgesprochen werden. Die Durchsuchung der Spiegelredaktion durch Polizeiorgane war noch eher legal als die Verwüstung der Bildredaktion in München durch Demonstranten, denn sie erfolgte immerhin im Rahmen gesetzlicher Befugnisse und aufgrund des Verdachts einer strafbaren Handlung, der sich dann allerdings nicht bestätigt hat. Die Leute, die in der Bildredaktion wüteten, hatten weder das eine noch das andere, sondern lediglich ihre seit Monaten systematisch angereicherte Wut gegen den Springer Verlag. Unser Grundgesetz ist ein großes Angebot. Zum ersten Mal in unserer Geschichte will es in einem freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat der Würde des Menschen volle Geltung verschaffen. Soweit der Appell von Bundesjustizminister Heinemann. Tja, das war ein Appell. Bonds Grundgesetz, Bonds Praxis und die Würde des Menschen. Schönebergs Kleeglocke und die Würde des Menschen. Und Rögeles Bedrohung der Pressefreiheit, wenn man Springer einheizt. Meine Damen und Herren, was für eine geordnete Information könnte wohl gestört werden, wenn die Bildzeitung nicht erscheint? Springer und Information? Das ist doch paradox. Eins schließt doch das andere aus. Springer vergiftet täglich millionenfach die Gehirne. Und wenn es sein muss, schießt Springer mit. Ein so guter Schauspieler kann man gar nicht sein, dass dem professoralen Rögele die unverschämte Frage, was wohl die Schüsse vom Kurfürstendamm mit den Zeitungen Springers zu tun haben könnten, als harmlose Naivität abgenommen werden könnte. Hier wird eine in Springers Verlagshäusern hausende Verbrecherbande, deren Boss in Hamburg sitzt, in aller Öffentlichkeit geschützt. Von den Regierungen und den Staatsapparaten, von Journalisten in Fernsehen, Rundfunk und anderen Zeitungen, von Professoren, von Gerichten, die Springer die Freiheit garantieren zum Vergiften und zum Mitschießen und die Mörder durch Freispruch ermutigen und andere Mörder ermutigen. Und von allem, was zu dieser Klasse gehört, das ist die kapitalistische
Klassensolidarität. Das ist kapitalistisches Klassenbewusstsein. Und die Hochburgen dieses Klassenterrors, das sind RIAS, die Springerhäuser, Polizeipräsidien, das Rathaus in Schöneberg und das Bundeshaus am Rhein. Und deshalb der Versuch, aus demokratisch kämpfenden Oppositionellen Krawallhelden und Saboteure zu machen. Deshalb der Versuch, sie durch geistigen und materiellen Terror einzuschüchtern, sie zu verketzern, sie zu verleumden. Der Versuch, sie von der Bevölkerung, vor allem von den Arbeitern, zu trennen, sie zu isolieren, damit nur ja keine antifaschistische Einheitsfront mit einem gemeinsamen Programm zustande kommt. Unruhe ist die erste Bürgerpflicht. Denken und handeln. Wie der Verband der Deutschen Studentenschaften, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der Sozialdemokratische Hochschulbund, die Humanistische Studentenunion und der Liberale Studentenbund in einem Brief an die IG Druck und Papier schreiben, deren Führung den schlechten, falschen Rat gab, den offenen, demokratischen Kampf einzustellen. Ganz Bonn kuscht vor Springer. Und aus den Studenten will man den großen Buhmann machen, mit dem man die Leute erschrecken und vom Denken und Handeln abhalten kann. Die Studenten nehmen heute jede Arbeit an, die sie bekommen. Sie haben keine Wahl mehr. Die Hamburger Studentenvertretung hat die Absagen der Firmen gesammelt. Viele Studenten haben die Jobs, die sie innerhalb der Semesterferien ausfüllten, nicht wieder erhalten. Wir haben hier einige Briefe aus den Kreisen der Bevölkerung bekommen, in denen darauf hingewiesen wird, dass man den AStA und die Studenten allgemein nach Nordvietnam wünsche. Ein anderer wünscht einen neuen Hitler. Und eine Firma schreibt uns hier, dass auf Geheiß des Generaldirektors nunmehr keine Studenten mehr eingestellt werden. Wie die Stimmung hier in Berlin ist, das können Sie sehr gut an einem Beispiel sehen. Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Anzeige in der Zeitung von einer Ölbrennerfirma, die damit warb, dass ihre Firma keinerlei Studenten mehr beschäftigen würde. Es hat sich zwar herausgestellt, dass diese Firma noch nie vorher einen Studenten beschäftigt hat, aber allein, dass die Firma glaubt, dass es ein Werbefaktor ist, eine derartige Anzeige aufzusetzen, zeigt doch, wie auch diese Leute die Stimmung in der Bevölkerung einschätzen. Immerhin besteht die Gefahr, dass es in der Bundesrepublik zu einer McCarthy-Welle kommt, die sich gegen kritische Studenten und Intellektuelle überhaupt wendet. Es gibt ein ausgeprägtes politisches Unbehagen in der Bundesrepublik, das sich aber nur selten artikuliert. Die rebellischen Studenten formulieren es. Die Reaktion ist manchmal zustimmend, endlich sagt jemand das, was gesagt werden muss, oder aber ängstlich ablehnend, weil Tabus, die schon wackeln, bedroht sind. Da fiel eben das Wort von der Möglichkeit einer McCarthy-Welle hierzulande. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, an die wilde, die krankhaft wilde antikommunistische Hetzjagd, die vor 10 Jahren auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die USA vehement schüttelte. Wir haben aus Berlin noch Fotos über das, was dort geschah. Wollen Sie bitte die Fotos zeigen? Das war in Berlin, wie sich Polizei und Demonstranten gegenüberstehen. Das war in Berlin, es brennen Zeitungsfahrzeuge. Aus Bremen hat uns folgendes Foto erreicht, auch dort Demonstrationen. In Hamburg ging es heiß her, auch in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Und vor einer Stunde, heute am Sonntagnachmittag, kam noch dieses Foto aus Berlin. Ein Kruzifix wird mitgeführt von jugendlichen Demonstranten. In anderen deutschen Großstädten, in Frankfurt, Köln, Nürnberg, Esslingen, Essen, in Lübeck selbst, in Flensburg sogar, in Göttingen und in Paderborn, überall Unruhe, überall Demonstrationen. Ja, meine Damen und Herren, es ist verständlich, wenn in Bonn und Schöneberg das große Zittern bekommt. Unruhige Studenten legt man nur woanders. Wo sie aber vernünftig, realistisch, politisch klug und mutig gegen Kapitalismus und Neonazismus auftreten, da sind sie nicht des Staates liebstes Kind, nicht einmal sein Stiefkind. Da lässt man die entfesselte Staatsgewalt und den Neonazismus auf sie los, wie gehabt. Nur der Ausgang wird nicht so sein, wie gehabt. Denn Zwergschule und Springer konnten nicht verhindern, dass historisches, gesellschaftliches und politisches Wissen größer geworden, zu einer Macht geworden ist.
Die Imperialisten konnten nicht verhindern, dass mit der Deutschen Demokratischen Republik alle deutschen Antifaschisten und Demokraten einen festen, zuverlässigen, starken Verbündeten haben. Und so hat die Demokratie in der Bundesrepublik und in West-Berlin eine große Chance.